Mein Name ist Sigmar Krause vom Gartenprofi aus Bessensee. Heute geht es um ein Riesenthema: Kabel oder Nicht-Kabel. Diesbezüglich habe ich zwei Giganten im Vergleich. Den Works Fusion M800 als Vergleich der Gardena Sileno Live 750 mit Lona. Vorab noch was in eigener Sache. Bitteschön. Ja, nur ganz kurz zur Erklärung. Wenn hier jemand schläft, hört er, wenn jemand mal zwischendurch quasselt und ich das Video aufnehme, ist es er hier. Er quatscht gerne dazu, mein Mitarbeiter. Aber eigentlich geht es darum, warum die Leute zu faul sind, entweder um so ein oder um so ein. Darum wollen wir uns unterhalten. Aber ansonsten, wenn jemand dazwischen quatscht und dazwischen schnarcht, ist es nur Emo. Warum gerade die beiden Typen? Ich denke mal, das sind die meistverkauftesten Mähroboter, die es zurzeit gibt. Gleich vorab. Der Gardena ist im Stiftung Warentest Testsieger geworden. Ich verlinke euch das Video in der Zeile unter dem Video. Der Works Fusion kommt bei dem Test nicht sehr gut weg. Warum, erkläre ich im Laufe dieses Videos. Kommen wir als erstes zu den kabelgebundenen Geräten. Kabel ist nicht gleich Kabel und dazu habe ich bereits auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch ebenfalls unten unter dem Video. Richtig verlegt mit einer Kabelverlegemaschine hält so ein Kabel Minimum 20 Jahre. Wohlbemerkt, das richtige Kabel verwenden. Wohlbemerkt, wenn Sie keinen Minibagger zu Hause haben oder einen Kandidaten mit Spaten. Jetzt kommen wir mal zum Preis. Mit Kabels über 25 Jahre erprobt, kostet bei Gardena 1000 Euro fürs Machen. Rund 400 Euro sind wir bei 1400 und er fährt leicht. Beim Works haben wir 1760 ungefähr als Einkaufspreis und ja, keine Installationskosten, aber eure Kosten müssten dazu gerechnet werden. Ja, kann ich nicht wissen, wie gut und wie schlecht ihr da drauf seid. Was das Geld hat euch nicht überzeugt? Ach was, kostet die Krise raus mit der Penunse. Jetzt zum zweiten Grund, warum ich ein kabelgebundenen benutzen würde. Ja, das ist das Thema der Kamera und dazu habe ich bestimmt ein paar schlagende Argumente. Moderne Autos haben Rückfahrkamera. Mein 4 Jahre altes Auto hatte damals eine einfahrbare Rückfahrkamera. Das nächste wiederum hatte eine fest verbaute Kamera. Und das war dann das Dilemma. Blütenstaub im Frühjahr, Regen und Laufen verschmutzt, bis man nichts mehr gesehen hat. Also Rückfahrtsfahren war mit Kamera fast unmöglich. Und das sind so die Meinungen, die sind von euch. Stiftung Warentest hat noch mehr dazu zu sagen. Meine Meinung zum Thema Kabel, lose, nein. Mit Kabel, ja. Lieber noch ein paar Jahre warten, da gibt es bestimmt was Bezahlbares. Vom Test zweiter Husqvarna, die fahren schon über 20 Jahre mit Kabel und das sollte doch okay sein. Gebt gern eure Meinung ab, wie seht ihr das? Ansonsten freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich sag mal Tschüss an dieser Stelle und man sieht sich vielleicht im Garten.